Besprechung beim Geschwaderkommandeur. Fernkampfbomber sollen die Schifffahrt an der Küste Schottlands vernichtend treffen. Mächtigen viermotorigen Maschinen vom Typ Focke-Wulf, Condor stehen startbereit auf den Rollfeldern. Inzwischen ist die Dämmerung hereingebrochen. Über den Kanal geht es nach Nordwest. Unter uns deutsche Handelsschiffe. In großer Höhe geht es weiter dem Feind entgegen. Die Besatzung der Maschine kennt ihre Befehle. Jeder ist auf seinem Posten. Hier braucht man harte, kampferprobte Männer von zäher Energie und schnellem Entschluss. Vor uns die felsige Küste von Schottland. Beobachter meldet feindliche Schiffe. Im Tiefflug geht es an den Feind. In Sekunden ist alles entschieden. Das ist die Wirkung unseres Angriffs. Der englische Frachter wird angeflogen. Auch er wird vernichtet.